Hallo Leute, willkommen zurück zuletzt bei Pokémon Ultramond. Im letzten Part haben wir uns weiter auf die Suche nach Po-U gemacht, oder besser gesagt auf den Weg nach Po-U. Und ja, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich hier bin, sage ich jetzt mal, ob ich hier jetzt überhaupt richtig bin. Ich denke mal, da ist ein Trainer, glaube ich. Ich sollte mich aber vielleicht vorher mal heilen. Und das sieht auch aus wie so ein Typi, der battlen will, aber der halt dann richtig was auf dem Kasten hat, weißt du, verstehst du? Er sieht aus wie so ein Typ, der ordentlich was auf dem Kasten hat, mit mir mal kurz den Erdboden aufwischen will. Schauen wir doch mal. Er sieht halt wieder so gefährlich aus. Hallo, Sie sind hier ein gefährlicher Typ? Ich frage mich, ob sich dieser fein angezogene Mantax-Surfer lieber auf Tohaido oder auf Mantax durchs Wasser bewegt. Okay. Der Fall ist klar. Die Flecken meines Pandios sind eindeutig am fleckigsten. Siehst du dir doch nochmal an. Von oben bis unten Flecken. Einer schöner als der andere. Alle Pandios sind gefleckt. Gefleckte Augenweiden. Aber das Pandio rechts ist das schönste. Größe, Färbe, Muster. Seine Flecken sind einfach makellos. Was soll man da noch sagen? Darf ich euch sagen, dass die alle gleich scheiße aussehen? Ich bin kein großer Pandir-Fan. Ah, du bist ein Trainer, okay. Hey, hallo, 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 ich forsche, hallo. Hallo, möchten Sie mit mir kämpfen? Es ist zum Wohle der Wissenschaft. Hallo, Julian. Ein Akku. Hey, Mann, hast du keine Donarion, heißt es, glaube ich, die Entwicklung von Akku. Weil dann wäre ich halt schon irgendwie traurig, dass alle einen Donarion haben, nur ich irgendwie nicht. Ich glaube, Sankabu ist hier eine ganz coole Sache. Gegen das Akub. Weil Sankabu tankt einiges und ja. Denke ich mal, ist eine ganz coole Sache. So, machen wir mal einen Spukball. Ich brauche gar nicht erst damit anfangen zu versuchen, das Akku langsamer zu machen als mich. Mensch, will der nicht mal irgendwie Funkensprung oder irgend sowas einsetzen? Das wäre voll stylisch. Das wäre voll Knorke von dir. Bist nicht so der Typ, Freund, oder? Hast nicht so viele Freunde, dass du anderen Leuten helfen willst. Ist nicht so bei dir so drin. Na gut, du bist Wissenschaftler. Wir haben halt keine Freunde. Ein Slymog. Slymog. Setze ich ihn gegen Slymog ein. Ich könnte einfach mal Rasaf einsetzen. Ja. Weil Slymog hat den Undichttypen bekommen. Also Alola Slymog. Und somit kann ich mit dem Nahkampf wenigstens ordentlich Schaden zufügen. So, machen wir einfach mal. Oh, wow. Sehr geil. Abschlag kannst du machen, zieht nicht so viel ab. Denke ich locker. So, einfach nochmal Nahkampf und weg ist das Slymog. Geil. Hat doch jetzt alles wunderbar geklappt. Ich habe gleich die Brille von dem Fuzzi kaputt gemacht. Voll aggressiv. Ich bin voll Aggressivität. War ich da schon drin? Geh da mal rein. Da liegen einfach mal Pokébälle, die ich nicht mitnehmen kann. Okay. So, was ist das? Diese Vorrichtung sieht beeindruckend aus, wofür sie wohl verwendet wird. Das ist ein Inferno-Dildo in verschiedenen Farben. Sina und Dexio sind nach Alola gekommen, um ein Pokémon namens Saiga zu finden. Bitte wenden Sie sich sofort an uns, wenn falls Sie mal über ein Saiga stolpern hier. Okay. Gibt es jetzt im Pokémon Ultramond ein Saiga? Die große Frage. Muss ich sagen,
kann man machen. Brauche ich aber nicht, weil Seigard gehört jetzt nicht unbedingt zu den, in meinen Augen, coolsten Pokémon. Irgendwie, ich finde sogar, dass das in... Seigard ist ja in X und Y eingeführt worden und das ist da mega untergegangen, wie ich finde. Seigard ist da mega untergegangen. Was ich übrigens mal kurz anmerken möchte, man hat nach einem Jahr ein Remake zu Pokémon Mond gebracht. Nämlich Ultramond und Ultrasonne. Hat aber bis heute noch kein Remake zu Pokémon X und Y gemacht. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Spricht das jetzt dafür, dass Pokémon Mond und Sonne einfach scheiße sind? Oh nein. Oh nein, Déjà-vu. Ich habe ein Déjà-vu. Fragt sich bestimmt, was ein Golfer mit einem Blumenmeers macht, hä? Tja, wenn du diese Rätsel lösen willst, musst du alle Trainer hier besiegen, hä? Hä, alles Blumen hier, ich stopfe hier alle Löcher. Du? Ach, wenn das nicht Vanessa ist, ja? Wusstest du, dass ich besser bin als du? Ja, wohin des Wegs, wenn ich fragen darf? Nach Po. Aha, nach Po. Da, wo diese Rüpel von Team Skull rumlungern. Diese unmöglichen Taugenixe. Ja. Sie hat nichts Besseres zu tun, als Pokémon übel mitzuspielen. Ich nur wüsste, wie diese Lumpen unter Kontrolle zu bringen sind. Ich hingegen, ja. Ich suche natürlich, suche persönlich alle Teile Alolas auf. Um nach dem Wohlergehen der Pokémon zu suchen. Ja, weil ich bin so besonders. Auch über das Problem mit Necrozma zerbreche ich mir ganz allein den Kopf, weil ich nämlich besser bin als ihr alle. Ja, findest du nicht auch, dass ich besser bin als ihr alle und auch besser aussehe, hä? Dass jemand wie ich, der so viel Engagement zeigt, ja, sich perfekt als Präsident eignen würde, ja? Also ich würde die Sache sicher besser machen als Donald Trump. Ja, was rede ich denn da? Ein Kind. Ja, ich meine, ich erwarte nicht, dass du verstehst, was ich da sagen will, weil du bist viel zu dumm dafür. Du bist überhaupt nicht auf meinem Niveau. Ja, wie dem auch sei, ich kann dir nur verraten, Team Skull aus dem Weg zu gehen. Ja, denen bist du nicht gewachsen, so wie ich. So. Okay, da unten liegt ein Pokéball. Sehr cool. Hi. Der duftende Nektar lockt offenbar auch Trainer an. Das kann sein. Also ich bin nicht von Trainern. Ich bin nicht... bin von einem... von einem Duft angelockt worden. Ein Düftchen aus deiner Hose. Hallo, Kurtel. Kurtel ist ein cooles Pokémon. Wobei ich persönlich finde... Igitt. Kurtel kann Dürre. Igitt. Jetzt zieht mein Blubstrahl auch nicht mehr so viel ab. Jetzt könnte das eventuell sogar noch tanken. Ja. War mir fast klar. Kurtel ist ein mega cooles Pokémon. Und ich finde, dass Kurtel viel zu untergegangen ist. Also das ist jetzt meine Meinung. Also Kurtel ist in meinen Augen voll das Pokémon, das volle Kanne untergegangen ist. Ich meine, okay, es war zu den Zeiten, wo ist Elfun ein reines Feen-Pokémon? Nein, es hat auch Pflanze drin. Hätte ich auswechseln können. Jetzt habe ich nämlich wieder das Problem, in ein Feen-Pokémon reinzuwechseln. Kurtel ist viel zu sehr untergegangen. Also damals zu den Rubin- und Saphir-Zeiten, wo es eingeführt wurde, da war es halt bekannt, ja, klar. Aber ich meine, seitdem ist es meiner Meinung nach komplett untergegangen. Was ich sehr schade finde. Weil ich Kurtel ziemlich cool finde. So. Na, es hat jetzt gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Das hat jetzt sogar sehr, sehr wenig Schaden gemacht. Aber ich könnte mich ja mal hochheilen. Müsste ich jetzt sowieso. Also, nein, nicht Top-Ether. Mal kurz einen Hypertrank. Oh, es duftet bei mir schon nach
nach Gulasch. Oh, ist das schön. Meine Gulaschsuppe ist nämlich gerade noch auf dem Herd. Ich finde es toll, dass es jetzt schon nach Gulasch riecht. Dabei bleibt die da locker noch 2-3 Stunden drauf. Hörst du das, Gulasch? Schmor in der Hölle! Ah, lecker, lecker, lecker. Gulaschsuppe. Ich mag Gulaschsuppe. Akkubereich Level 40, das ist schön. Und Rasa erreicht auch Level 40, das ist noch schöner. Da freuen wir uns natürlich, sehr gut. Okay. Ich habe ein Déjà-vu bei dem Trainer. Warst du nicht der Trainer, gegen den ich irgendwie einen ganzen Part gebraucht habe? Weil sie so ein verficktes Dreckspasten-Koriogel hatte? Nein, du hast ein Fluet. Okay, Fluet ist okay. Ich liebe Fluet. Mein Lieblings-Feen-Pokémon. Naja, fast. Florges ist mein Lieblings-Feen-Pokémon. Fluet ist ein tolles Pokémon. Und Florges erst recht. Oh, Florges ist so ein tolles Pokémon. Und so wunderschön. So ein schönes Pokémon. So, geh mal weg da. Mal kurz umnieten. Kriege ich nämlich wieder ein Level up. Perfekt. Alter, Fuegro schon Level 41, rast halt aus. Ich glaube, Fuegro hat den höchsten Level. Wiederball. Ich glaube, von meinen Pokémon hat Fuegro den höchsten Level. Ich bin mir jetzt aber gerade gar nicht sicher. Aber jetzt, wo ich gerade Starmie hier... Alter, verpiss dich, Dreckskoriogel. Alter, das ist keine Abneigung gegen dich. Das ist wirklich nur noch purer Hass. Das ist keine Abneigung mehr. Das ist purer Hass. Das ist keine Abneigung wie gegen Fuegro. Das ist purer Hass. Hass in seiner pursten und blankesten Form. Komme ich denn jetzt da hinten hin? Hä? Kann ich hier einfach... Nee. Hä? Ja, aber wie komme ich denn da hin? Hä? Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Hi, kämpf mit mir, gib mir Erfahrungspunkte. Du stärkst alle Pokémon, ja, das weiß ich. Was war's nochmal das Stärkste? Mega Rayquaza. No. Mega Rayquaza, das stärkste aller Pokémon. Mit Abstand. Und das unfairste. Auch mit Abstand. Sneeble, du bist relativ schnell. Allerdings so zerbrechlich, da sollte eine Ampelleuchte eigentlich ausreichen. Ja. So. Mal schauen, was du jetzt noch hast, weil jetzt bin ich halt auf die Ampelleuchte gelockt. Koalelu, ja, da muss ich auswechseln. Alter, schau dir mal an, ihr Level hier schön verteilt mittlerweile, es gefällt mir. Razaf, komm mal rein. Oh Gott, wie geil das hier riecht. Lecker, lecker, lecker. Oh, Koalelu. Koalelu ist so ein schönes Pokémon, ich finde das mega süß. So, da machen wir einen Nahkampf. Akrobatik könnte ich zwar machen, ist sehr effektiv. Aber Nahkampf macht trotzdem mehr Schaden. Einfach wegen der Grundstärke und wegen Step. Ah nein, hat er sowieso mehr Schaden gemacht. Koalelu ist ja ein Normal-Pokémon, wenn ich mich nicht irre. Und kein Kampf. Ach, keine Ahnung. Koalelu ist auf jeden Fall mega süß. Mega, mega süß. So.
Was haben wir denn hier hinten noch für ein Item? Hier kommt erstmal Level 85 Mewtwo. Hallo, Floet. Hallo. Dich würde ich ja auch wahnsinnig gerne ins Team tun. Ich könnte... Naja, wenn ich ein Pokémon rausnehme, dann könnte ich Floet ins Team tun. Es würde was helfen, ein Feen-Pokémon drin zu haben. Es würde helfen. Und dafür könnte ich eigentlich Razaf raustun. Wobei ich das dann auch nicht über mich bringe, weil ich liebe Razaf. Ja, das ist so schwierig. Aber Floet ist halt so ein tolles Pokémon. Vor allem Florges. Es ist so ein schönes Pokémon. Aber ich will ja eigentlich Razaf drin behalten. Ah, jetzt hätte ich einen Flottball schmeißen können, wo es mir gerade einfällt. Oh, nee. Wow, und es kommt jemand. Tschüssikowski. Hey, nimm das mit. Roter Nektar. Schön. So, wo geht's denn jetzt hier hinten nochmal lang? Was kommt hier? Level 85 Mewtwo? Ja, fast. Fast genauso gefährlich. Nur der Level passt nicht so ganz. Aber sonst genauso gefährlich. Da, Flottball. Alter, ich habe viel zu wenig Flottbälle. Ich brauche mehr Flottbälle. Eigentlich nicht. Weil der Flottball ist eh nur in der ersten Runde dementsprechend gut. Also dementsprechend brauche ich nicht so viele Bälle. Sehr schön. Einfach mal ein Floet gefangen. Vielleicht nehme ich es ja wirklich ins Team. Könnte ich dafür, wie gesagt, Razaf rausnehmen. Flabebe. Floet, der Einblütler Rotblütler. Es überträgt seine Kraft auf Blumen und pflegt diese mit ganzem Herzen. Es verzeiht keinem, der sein Blumenbeet verwüstet. Keinem. Du gehst mal währenddessen mal kurz auf den PC, mein liebes Floet. Hi. Dieser Tempel ist total verfallen. Ich frag mich, was hier... Ach ja, genau, dieser Sonnentempel oder Mondtempel oder Penistempel. Sonnenkreissee. Oha, was soll der Trainer, der in meinem Pokémon-Center vorbeischaut? Und weil der Tempel so heruntergekommen ist, verschlägt einem immer noch die Sprache. Auf den ersten Blick sieht er völlig unscheinbar aus, aber genau deshalb drängt sich mir der Verdacht auf, dass es irgendein Geheimnis birgt. Oh yeah. Ich glaube aber, hier kann ich gar nichts machen. Oh, da liegt was. Schön. Boah, geil, Psychoschock. Das ist geil. Psychoschock. Das ist eine sehr, sehr geile Alternative zu Psychokinese. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt gerade was machen kann. Ich glaube nicht. Sehen wir ja gleich. Aber episch sieht das hier schon aus, muss man wirklich sagen. Also es sieht hier schon irgendwie mega, mega stylisch und episch aus. Also bis jetzt hat es sich auf jeden Fall gelohnt, dass ich hier vorbeischaue, auch wenn es hier nichts geben sollte, weil Psychoschock. Okay. Nee, anscheinend gibt es hier erstmal noch nichts. Kann ja sein. Okay, liegt hier noch irgendwas? Nein. Ich weiß es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, was es jetzt hier gibt. Gab's hier was im Pokémon-Mond? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob es hier was gab. Ich glaube, hier gab es tatsächlich nichts, oder?
Ja, vielleicht irgendwie Postgaming, das könnte natürlich sein. Dass im Postgame irgendwas ist, weil das habe ich mir nicht angeschaut, weil scheiße. Aber das könnte natürlich sein. Dass da im Postgaming irgendwas war. Vielleicht. Okay, meine Freunde. Der Part ist aber auch schon vorbei, sehe ich gerade. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal machen wir uns mal weiter auf dem Weg nach Po. Ich denke mal, dass es hier oben dann weitergeht und dass wir da relativ bald sein werden. Und das sehen wir dann einfach beim nächsten Mal. Komm, da geht's doch jetzt weiter, oder? Route 17. Okay, beim nächsten Mal schauen wir uns einfach hier auf Route 17 ein bisschen genauer. Also gut, Leute, das war dann jetzt bei Pokémon Ultramond für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.